Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit Chris Ja, sei Cookie. gegrüßt, Leute. So, nach der letzten Folge, die ziemlich erfolgreich war, neben der Spinnenhöhle, gehen wir jetzt. Was willst du? Gehen wir jetzt was Neues an. Also, wie ihr seht, ein bisschen was hat sich verändert jetzt. Hier ist mal das Fundament, wo dann unsere Mauer gebaut wird. Stadttor gibt ein Tor, aber ich springe trotzdem drüber, warum auch immer. Dreh dich mal um. Hey, du bist nackt. Das magst du doch, das magst du doch. Oh. Du bist so pervers, Alter. Dein Also, Lümmel. beide, okay, ich hab. Das ist sehr gut. Ich musste gerade ein bisschen lachen, als du auf dem Mauer umstandest, hat sich dein rechtes Bein nach oben verwinkelt. Also richtig so, zack, hoch! Ja, das war so, ich authentisch bin. Das sah ein bisschen lustig aus. Ne? Ja. Und guck mal, da haben ein paar Member hier vom Server ganz lieb und nett geschrieben: Salve at Chris Cookie and Kona. Und zwar war das, ist es der Besitzer Cimmerian. Danke vielmals! An dich, an Danke. euch. Das Bild wurde mir schon vor 2 Tagen übergeschickt von dem lieben Chris Cookie, weil der auf dem Server ein bisschen aktiv war. Ich war auf Arbeit. Und muss sagen, ich habe mich gefreut. Ja, danke dafür, Großer. Vielen Dank. Ja, die Base haben wir von denen schon angeguckt. Angekaukt. Angekaukt, ja. Da haben wir mit dem Krull gesprochen. Der auch ganz nett war. Ja, und auch unseren Bogenschützen eliminiert hat. Das habe ich gesehen, gell? Er war trotzdem nett. Ja. So, in dieser Folge gibt es ein bisschen Action wieder, und zwar hier vorn auf dem Berg seht ihr eine Ruine. Und zwar heißt die, warte mal, jetzt weiß ich wieder nicht, der Turm der Fledermäuse. Da wollen wir jetzt hochgehen und ein bisschen aufräumen. Genau, und wer Conan Exiles gespielt hat und immer noch spielt, weiß, wenn man am Anfang auf den Server kommt, auf irgendeinen Server, ist da rechts immer so eine große, ekelhafte, schmierige, fliegende, abartige Fledermaus her. Und wir denken mal, dass die da oben, das da drin ja, sind. Genau, ihr Nest haben. Ja, das Nest ist das passende Wort, genau, das oben das Nest ist. Oh, oh, da ist einer. Gib mal das. Okay, Corona, Corona, du Tier, mach das, mach das! Haha, Krokodil, dann diesen Scheiß krieg dich. Und jetzt der passende Spruch, see you later, Alligator. Oh. After a while, Krokodil. Oder so. Sehr gut. So, ich vermute mal, man kommt am besten drauf, wenn man hier zuerst den Berg hinten drauf geht, ne? Ich denke auch, ja. Oh, hier, hier kann man nämlich immer ein bisschen Pause machen beim Hochklettern. Wie kommen wir jetzt am besten... Oh, trinken, Corona, trinken. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Was greift mich an? Was greift mich an? Was greift mich an? Nein, ist ja bloß die Spinne. Was, Spinne wo? Ich höre sie. Oh Gott, Spinne. Ich hasse die Viecher, ich hasse die Viecher. Auch, wie ich schon sagte im vorigen Part, ich hasse sie auch im Real Life. Aber das... Irgendwo ist das Mistvieh hier so hoch. Das ist über uns, ja. Bei uns? Ja. Danke. Das ist auch gefehlt. Schön wie durch den Berg krabbel. Oh, was ist jetzt los? Nein! Oh. Oh mein Gott, das sind die schwarzen Witten, das sind die stärksten. Er spuckt ja auf mich. Alter, dich. Ja, ich geh mal. Geh mal runter, Conan. Bleib hier. Jetzt greift er dich an, das weiß ich. Warum sind Spinnen bei den Fledermäusen? Das verstehe ich schon wieder nicht. So hoch für mich! So hoch! So, jetzt kannst du wieder schießen. Oh. Oh, das war nichts. Kron, du schießt ganz nicht daneben. Jetzt geht's. Nee, ja, ja, ich hab einmal getroffen. So, ich loot den nochmal. Hoffentlich hat der mal das 5-Sekret dabei. Oh, ihr Viecher seid für nichts! Oh, es war nur eine, Gott. Ja, oh, 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 oh. Yeah, war nur eine. Natürlich ich wieder. Ich will jetzt nicht sterben, dieses Mistvieh. Ich hab keinen Ausdauer, okay. Ich mag das. Oh, ich verreck, Kecker. Hitze, Hitze, Kona, Hitze. Oh, bei mir geht's noch halbwegs. Ich glaube, ich muss meinen Helm und meine Schuhe ausziehen. Ich mach das mal, ich mach das mal. Siehst du, ich habe auch keine Schuhe an. Ja doch, du hast die Sandalen an. Habe ich die an noch? Ja, warte mal. Ja, ja. Das siehst du, gar nicht gesehen. So, wo. Ich glaube, hier geht's am besten. Hier ist am besten, ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, da kann man uns schon abstützen. Spider-Man, Spider-Man. Was ist nicht Batman? Das ist. Nee, Batman. Ja, aber. Ja, ja, ich weiß, aber hast du mal Family Guy geguckt? Ja, ich habe schon ein paar Mal geguckt, ja. Die Folge da, wo an der Wäscheleine krabbelt, der dicke Peter. Nein, das habe ich nicht geguckt. Kennst du nicht? Nein, ne? Nein, die kenne ich nicht, ne? Okay, ich suchte die mal raus, die Tage. Ich mag halt Stewie am liebsten, das ist der Beste. Ja, 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 ja. Das Böse in Person. Ja, der kleine Hit.
Pimp Brian aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Mit seiner Gentleman-Art, weißt du, so ein Hund, der reden kann und doch halbwegs. Ich will, ja. Kommt nicht so doof und verblödet wie die anderen alle. Ja, wo bist du? Ah, da der unten. Turm der Fledermäuse. Corona, bemühe dich ein bisschen, komm rauf. Ja, ich kann doch schon mal ruhig, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, hä, hey, warum fall ich jetzt runter? Ach, Spaß nicht. Spring doch! Hä, hey, ich komm doch nicht hoch! Du springen am Ende unten. Ja, nee, warte mal, guck mal hier. Ja, was ist? Was, geht's jetzt rechts rauf? Dankeschön. Was? Ich hab mich. Was? Das kam so unerhofft. Ich hatte gerade die Augen total offen. Ich wusste gar nicht, was los ist. Alter, wir im Spiel gerade irgendwo. Alter, was? Jetzt geht's. Muss springen wieder, Mente. Nein! Was war denn jetzt? Du musst am Ende immer springen, weil sonst fliegt er uns. Hab ich gemacht. Der dumme Sau, ich bin hoch her. Bam, 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 bam. Spring! Oh, wir sind gleich oben, sehe ich schon. Ja, da oben ist der Wipfel. Ich habe das Gefühl, let's play nicht Conan, sondern let's play Mirror Edge. Ja. Oh mein Gott, ich war so umgefallen. Ich bin oben. Und ich hab irgendjemanden gesehen, umgehen, das sehe ich nicht mehr. Wie ein Spieler oder was? Nee, kein Spieler, irgendeine Gestalt halt. Eine Gestalt hat er gesehen. Eine Gestalt, ja. Und oben ist kühler als unten, komischerweise. Ich komm. Spring! Boah, Alter, Kona! Cool. QL, ne? Q und L, genau. So. Ach, lauf nicht so selbstsicher, da ist er! Da rechts spinnen! Ja, die will ja sich haben, ne? Nein, die will mich haben, glaube ich. Die mach ich, Kona. Die trifft mich nicht! Greif sie an, Chris, die trifft mich nicht! Oh, ich bin runtergefallen! Ich will kein Fleisch essen, scheiße! Die mach ich. Die weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Tot! Ja. Gut. Die loote ich jetzt nicht, die kann mich mal schlecken. Okay, es kann sein, dass ich eine Spinne gesehen habe, nur. Die sich hin und her bewegen. Auch sein. So, sind wir hier. Oh komm, ich habe gedacht, jetzt gibt's hier eine Fledermaus. Nein, anscheinend nicht. Aber warum sind die Plattformen da? Ist es wieder so ähnlich, dass man eine Opfergabe geben muss? Dass da was passiert jetzt, oder? Dreimal? Warum ist nur eine Spinne da oben überhaupt? Sei froh. Irgendwo ein Eingang oder so? Wollen wir mal rumgucken. Hallo! Ne, irgendwie ist hier nix. Was ist denn das für ein... Ne. Da hat er so einen spannenden Namen, da passiert so ein Scheiß. Irgendwas kann man da sicher vielleicht mal machen, irgendwann mal. Oh, guck dir mal die Aussicht an. Guck dir die Aussicht an, Kona. Neblig, ne? Und die Base sieht man nicht, die ist ausgeblendet. Da oben fliegt so ein Block umher. Oh. Nein, das ist der Berg, glaube ich. Oder der Turm ist das, der Turm. Da sieht man nur den Wipfel. Oh, ich dachte, geht auch ein Bossfight oder irgendwas. Habe ich jetzt auch gedacht. Ey, das ist die volle Enttäuschung gerade. Enttäuschung hoch 10. Also falls einer mal da Kone spielt, da brauche ich nicht drauf kommen. Noch irgendwas anderes Interessantes? Da drüben ist ein Lager. Ey, was war das? Hier dröhnt was. Ach, guck mal hier. Ah ja, schau, guck doch mal, Kona! Slave. In the beginning, it was thus. The blackness. Of an utter void, with the cold winds of cosmic space blowing through it. We have not forgotten our origin, slave, nor the immensity of the void. Nightly, the star dreamers search the heavens for their wisdom, and at midnight, a moonbeam messenger carries the whispered dreaming back to the Warmaker, the Archivist, and the Priest King. Thus,
is our future read from the heavens and engraved on this earth. Your service here will bring you much honor. Ja. Okay, okay. Der redet immer oft so verwirrend. Oh, der Kleine. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Krone überhaupt, schau her mal, die Büschen hier. Schau her mal. Da bekommst du es dann raus, wo man dann die Farbe machen kann. Das ist jetzt die falsche Raune. Falsche Raune, achso, okay, okay. Ja, da bekommen wir, glaube ich, die pinke Farbe, was die Typen jetzt haben. Ja, nehmt doch! So, haben wir das Lager da südlich von uns schon? Ja, das haben wir schon. Oder? Ja, das haben wir, nein, das haben wir noch nicht. Aber da kommen wir jetzt nicht hin. Da rechts unten. Ah, Krone, die paar Lager hier nehmen wir hier noch mit. Gehen wir runter. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Alter, was? Ist tot, ne, oder? Oh mein Gott! Ich hab mich grad ein bisschen angeschissen. Ich hab noch Glück. Fuck. Ja, ich bin gut gegangen. Aber hat der gerade nicht in deiner Vorlesung Eva gesagt, über Nacht kommt eine Gestalt? Ja. Chris? Ich bin unten. Fast verreckt. Oh, wie kann er? Ich hau mir einen Heiltrank rein. Er ist geschafft. Oh Gott. Hast viel Leben verloren? Oh, ein bisschen. So, jetzt müssen wir den Berg rauf und das Lager umholen. Das ist ein bisschen Action der Folge ist. Das war jetzt ja recht fad bis jetzt. War den Berg hier? Ja, aber gehen wir da rechts, das ist ein Mini-Lager. Das holen wir uns auch noch. Da. Was hab ich dir getan? Warum den Berg? Will ich mehr steigen? Schau, rechts, das ist ein Lager. Und hier geht den Weg rauf. Ach, schön. Verlassenes Lager? Oh, Geister. Was machen die da? Die tanzen irgendwie. Weil ich kann das auch. Du auch tanzen? Flirten, verehren, entspannen, Ausdruck. Cool, was wieder ewig. Schau, ich mach mit. Alter, ich brech ab. Oder ist das der? Ah, Kriegstanz ist das. Du stirbst jetzt? Was? Wer stirbt? Hä? Scheißt du mich gerade an? Du scheißt mich an. Stirbt? Wer stirbt? Was? Du springst doch, Krone, du drehst durch. Alter, was schreit er hier mehr? Oder was, stellen wir uns auf dieselben Positionen hin wie die? Bis? Und bei 3. Warte. Was war der Kriegstanz? 1, 2, 3. Curse you! Das ist ja fast synchron, wa? Ja. Also, zeigen uns nicht vor, was wir machen sollen, so wie beim Tanzen? You picked the wrong fight! Nee. Ja, anscheinend nicht. Ich dachte, vielleicht passiert dir was. Ja, ist schon gut. Halt die Schnauze jetzt und schreibe dir an! Wo bist du? Berg rauf. Oh, dich im Dunkeln, Chris. Nein, Spinnen! Nein, Spinnen! Der knackt irgendwo. Bleib bisschen links. Aufpassen jetzt, ganz vorsichtig vortasten. Da ist er schon. Da schießt er schon an mich. Ja, bisschen vortasten, ne? Große, ein bisschen vortasten. Und vergiss nicht, du hast einen Dolch dabei. Herzen sammeln. Alles klar, ich hin. Ah, der ist schon tot. Jetzt hat mich eh wer gesehen. Aber nur wo ist die Frage? Ich sehe keinen. Ich schieße noch paar. Nein, Connor! Ja, mach mal, schaffst du, ne? Etwas entdeckt, der verfluchte Wind. Kona, ich sterbe! Nein! Bist tot? Nee. Hilf mir! Ja, ich verreck gleich, very hot, was jetzt los? Ich bin tot. Ehrlich? Ja. Nein, Chris, nein! Fuck, Alter, was war denn jetzt los? Ich hab dir doch schon geholfen. Gegen die Hitze habe ich schon was gemacht und Heiltrank hatte ich schon drinnen. Ja, egal, Kona, leg du die mal um. Ich komm gleich nach. Das ist ein ganz neues Schema, wa? Dass du mal verreckst? Ja, ich wollte mal einen auf Corner machen. Ja, komm, ist gut.
Du wurdest getötet durch dich selbst. Ah, leck mich am Arsch, bin ich durch mich selbst getötet worden. Das spinnt doch. Oh, ist eine Kiste. So. Nackerbatzi Chris kommt. Oh, was haben die Schönes? Sie haben einen Steinpick, eine Steinpicke, ein 100-jähriges Ei. Oh, das sie die nicht essen. Okay, gut. Da haben sie 18 mal Pflanzenfasern, 17 mal Holz, 51 mal Steine, Tierhaut 21 mal mit. Und eine Glasflasche natürlich auch mit. Ja, gönnt ihr, Corona. Der pixeliges Feuer, ja? Also, du hast jetzt ein Lager entdeckt, ich noch nicht. Ja. Denke ich halt mal, dass ich nichts entdeckt habe. Mir ist nicht aufgefallen. Oh, Schlange! Oh, 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 nicht so oft. Was Schönes zu entdecken. So, den Fluss habe ich schon mal überquert. Sehe ich dich vielleicht irgendwo? Nein. Nee, noch nicht, ich bin der Fluss überquert. Bist du noch am Berg oben? Ja, ich bin noch im Lager oben. Okay. Aber hier ist nichts Aufregendes. Ja, ich muss nur mal rauf, weißt du, wegen den Karten entdecken. Also den Kartenmarkierung. Ja, ja, alles gut. Ich warte hier auf dich. Wir haben mal Zeit. Ist eine Spinne irgendwo? Conan muss runterkommen. Hier. Warum? Ich brauche einen Wasserschlauch, einen Kühlungseffekt. Ich bin überhitzt. Wo bist du? Unten am Fluss, komm runter. Unten am Fluss? Mhm. Wo ist denn jetzt? Ach da. Oh, so weit muss ich laufen? Ja, so weit ist es nicht. Ach, schon der täuscht meist immer. Komm wegen hier runter wieder. Ach da! Alter, ist ein Scheiß. Ich hasse die Hitze, Alter. Mir ist alles gut. Das war das Beschissenste, was die jemals einführen haben können. Ja, das stimmt. Oh, sind zwei Spinnen unten bei mir. Oh, da ist natürlich doof mit. Wo sind wir denn? Komm, sag mal. Ah, Cohn und seine Orientierung. Das ist phänomenal. Nein, nein. Ach du Scheiße, nein. Was verreckst du jetzt? Spinne, Spinne! Ich werde nur am panischen umherlaufen. Hoffentlich laufst du den richtigen Weg. Ich muss gucken, ich laufe gerade in die falsche Richtung und komme hier ein bisschen lang. Ach, wir sind so ein Berg hochgeklettert vorher, ne? Ah, Corona, genau. Unglaublich. You're brilliant. Nein! Alter! Ich hab grad ein Leck gehabt. Wollte die Mauer runterspringen? Dann bin ich runtergefallen. So, ich komm aus dem Fluss. Extremely hot. Nein, bitte nicht. Ja, Wasserschlauch. Einmal Schluck trinken. Was schlucken, ja? Schlucken, schlucken. Hey! Yo, man! Willst du Wasser haben von mir? Bitte, bitte, bitte. Ja, warte. Das ist mal mein Schniedel anfassen, wenn du willst. Komm her. Alter, du bist... Ah, der bietet bitte. Geile Scheiße. Ja, komm, jetzt kannst du wieder zurück raufgehen. Wo ist mein Kona? Wo ist mein Kona? Dein gut, der. Davon hast du einen Ohrwurm, wa? Ja, von echt. Ich muss immer dann denken, aber nur wenn ich Kona spiele. Okay, und wo bist du jetzt hingelaufen? Neben dir? Wo? Ach, da! Hörst du die Musik? Was höre ich Musik, ne? So ein Klingeln. Hä, ne? So ein Glockenspiel, doch. Spinne hinter dir. Nein, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wenn ich sie nicht sehe, sieht sie mich auch nicht. Doch, die sind hinter dir her. Nein, nein, Cola, nein. Ich höre so klingeln. Was ist ein Tinnitus? Nein, im Spiel jetzt. So ding, 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 ding. Warum? So, so. Da bist du, wie es. Ich kann da nicht langlaufen, Chris. Also, ich bin im Weg. Corona, töte die Spinne. Ja, tot. Wer ist tot?
Ja, dann sterbe ich doch. Warte mal. Nee, wo ist die jetzt hin? Hab ich schon gesehen, das olle Mischstück. Ah, es ist im Stein verpackt. Das ist gut. So, Markierung bitte. Habe ich keine bekommen? Hä? Ah, jetzt, verluchte weg. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Ja, merci. Also jetzt sind zwei Spinnen um mich herum. Bist du noch immer hinten? Ja, ich würde mal herkommen an der Stelle. Oder nicht, lieber nicht. Lass es mal lieber. Ich komm, ich bin gleich bei dir. Corona, schau, da bin ich. Da ist er ja. Der Corona. Stufe aufgestiegen. Stufe 3. 29 erst, da bist du 30. Was ist los? Da sind alle down. Komm, Corona. Ich komm und die sterben. So muss das sein. Du bist nicht nur ein Krokodil schlechter, du bist auch noch ein Spinnen schlechter. Ja, mittlerweile, ne? Du bist Übungen, macht alles. Alter! Spring immer ab vorher. Ich weiß nicht warum, das ist so drin. Ich spring ab und dann wieder an die Mauer ran. So, was haben wir bis jetzt noch nicht erkundet? Ah ja, wir könnten jetzt mal. Geht noch? Ja, wir könnten ganz kurz die Base zeigen. Von dem Typen, die uns das Schild aufgestellt haben. Achso, ja, können wir machen. Oh, links Spinne, links, oh, rechts die Spinne, wir müssen links laufen, meine ich. Ich finde die, find die Hose ja stylisch, die wir beide anhaben. Sexy, ne? Jeden, ein paar Stück. Vier Stück. Alle auf dich rauf, ja? Fuck, hab sie. Oh, oh, ich höre jetzt Kampfmusik. Wo sind sie denn da? Du bist Sau. Na, 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 guck mal. Faul! So, und da vorne ist sie gleich. Jetzt wird sie gleich. Oh, da fängt schon an, Ich muss sagen, die haben echt eine geile Base aufgebaut. Und das in einer recht kurzen Zeit. Wollen wir nicht mal reingehen in die Base? Ja, sicher. Wir brechen ein wieder. Und wir töten aber keinen hier. Natürlich schön, wenn wir, so wie letztens, Leute, sind wir da eingebrochen, sind wir legal reingegangen in die Base. Oh, bei mir leckt's auf. Ja, ich hab auch gerade Stammbild. So, rechts hier können wir nämlich rauf. Oh, es leckt schon wieder Stammbild. Da sind nämlich Bogenschützen, die verteidigen schon fleißig. Genau, so, und wir sind letztens hier legal einmarschiert in die Base, standen drinnen, dachten uns, geile Scheiße, und nehmen uns dann einer und winkt uns zu. Ja, wir waren kurz perplex, also wir wussten jetzt nicht, genau, was los ist. Ich dachte natürlich im ersten Moment, ja gut, da steht vielleicht ein NPC, dann winkt mir zu, kann ja alles sein, ne? Das war aber ein Spieler. Steht denn da eine Bogenschütze, der auf uns schießt hier eigentlich? Was? Steht denn der Bogenschütze, der auf uns schießt? Ja, gleich links, bis raufkommt, so, davor, in Decke. Achso, na lass ihn machen. Oh, mit dir, Conan, der Baba. Ui. Falls einer den Film Cliffhanger kennt, das machen wir jetzt. Hui! Kenn ihn nicht. Du kennst ihn nicht? Mit Sylvester Stallone? Nein. Oh Gott, schäme dich. Nein! Das geht sich jetzt nicht mehr aus mit Ausdauer. Also kannst du rundherum gehen noch, schau. Unten beim Turm. Ja, genau da rechts. Hab ich nicht. Ja. Rüber, komm, Alter, gib Stoff, Großer, gib Stoff, komm! Komm, zum Abschluss der Folge. Weil hier kannst du nämlich raufklettern dann. Ja. Dann auf da, pumpen. Ja, warte, ich wollte eigentlich gar nicht hochklettern, ich muss kurz warten. Und hier kann ich hoch, ja? Ja, hier muss ich ausgehen. Da sind aber die Dinger vor, die. Das macht nichts, das macht nichts. Oh, ja, ich sehe schon. Hey, wir sind drinnen, cool. Ja. Die haben nämlich schon Stufe 3 Schrein. Von Mitra. Und so sieht's drin aus. So ist hier eine. Wir können mal versuchen. So war das. Hey. Drei muss gelernt sein. Hey. Ja. Oh. Guckt so. Euch das an. Sieht ja mega geil aus, oder? Da haben die sogar schon ein Gefängnis gebaut. Sehr schön. Oh. Hey. Oh. Irgendwas haben sie eingesperrt, glaube ich. Oder? Oder ist es woanders? Also ich höre ein Geräusch hier. Die Türen haben es verkehrt einbaut. Ja, aber so an sich keine schlechte Base, ne? Sieht mega gut aus. Anscheinend ist niemand online gerade. Die Dächer haben es schon Stufe 2 gemacht, das mit den Holzdächern. Hier ist ein Horn.
Ja. Kann ich mal durchblasen? Oh, guck mal, eine halbnackte Frau, ein Bogenschützin. Schön, oh, sexy. Wo siehst du die denn? Oh ja! Ich, oh ja, okay. Wo siehst du denn eine halbnackte Frau? Ach, da hinten! Ah, okay. Ja, so. Nein! Oh, wo springt man denn jetzt? Ja, ich glaube, das ist ein Arbeiter. So, hier geht's dann weiter. Hier haben sie ein Ding, Wheel of Pain. Da haben sie den Schrein von York. Und ganz hinten haben sie dann den Schrein von Seth. Bin ich gespannt, was hier hinter ist. Da ist nichts, war ich schon. Ach so, du warst. Ach so. Ja. Ach so, ist das. So, Leute, das war's auch schon wieder mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Lasst doch einen Kommentar und eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Tschüss.